Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute tauschen wir mit euch zusammen an dieser Mercedes E-Klasse, Baujahr 2004, für die, die es interessiert, sollte aber für die Nach-Facelift-Modelle genauso funktionieren. Vorne Xenon-Brenner. Kannst du mal kurz zeigen? Der auf der Seite hier ist kaputt. Den werden wir heute austauschen. Wichtig dabei ist natürlich zu beachten, wenn ihr Xenon-Brenner tauscht und euch das kohletechnisch erlauben könnt, beide zu tauschen, weil sonst werdet ihr immer einen Farbunterschied von den Bieren haben. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Ich habe es bei meinem Auto aktuell auch, dass ein Brenner schon irgendwann dunkler wird, gelber wird, irgendwann auch so violett wird, also dass sie die Leuchtkraft verlieren. Wenn er jetzt einen neuen reinmacht und einen alten drin lasst, werden die immer unterschiedlich leuchten. Deswegen ist es zu empfehlen, auch aus Erfahrung, was wir so die letzten Jahre gemacht haben, immer beide Xenon-Brenner zu tauschen und nicht nur einen. Wie gesagt, wenn es kohletechnisch nicht anders geht, weil die kosten immer noch eigentlich eine ganze Ecke Geld, zu einer normalen H4 oder H7 Birne, müsst ihr halt nur einen tauschen. So, ich stelle euch die Birnen mal kurz vor. Ihr wisst das, für die, die bei uns auf dem Kanal aktiv sind, oder Abonnent sind, an der Stelle vielleicht auch nochmal jetzt schon vorab. Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben für das Video jetzt schon mal da lassen. Also als Fassung brauchen wir für dieses Fahrzeug die Fassung DS2. Hast du das drauf? Ja. Ja, und wir DS2. Und wir verbauen jetzt an der Stelle Nightbreaker Laser Xenak. Sollen 200% mehr Licht haben. Ich fahre die bei mir im Auto selber auch. Also die sind zu einer normalen Birne, die jahrelang in dem Auto verbaut war, auf jeden Fall heller. Und ich sag mal, preislich zu einem günstigen Brenner nimmt sich das halt auch nicht viel. Ist da jemand? Kriegen wir Post? Fährt weiter, Gott sei Dank. Ja, noch eine Sache zu diesen Brennern. Also wie gesagt, die verlinke ich euch unten. Einzelne Birne. Und als Set gibt es die natürlich auch. So rum. Ne? Gibt es die natürlich auch. Müsst ihr wissen, was ihr euch kauft. Also im Set kosten die ungefähr 100 Euro. Und als einzelne Osram Nightbreaker kostet die dann wahrscheinlich ein Fofi. Also wie gesagt, ich packe euch die Link, wisst ihr bei mir immer, unten rein, damit ihr mal schauen könnt, was die halt aktuell kosten. Preise variieren natürlich auch im Moment ständig. Von daher weiß man eh nicht mehr im Moment, wo vorne und hinten ist. Kurze Sache noch zu China-Brennern oder zu günstigen Nachbaubrennern. Haben wir auch schon mal probiert. Sollten wir vielleicht auch mal ein Video zu machen. Ne, keine Ahnung, aber ist bei uns halt immer so schwierig, das lichttechnisch darzustellen. Und ich sag mal, zu den Bireninformationen kriegt ihr natürlich auch bei YouTube, wo Leute in der Nacht irgendwelche Messfahrten machen mit den Biren, machen wir jetzt nicht. Bei uns geht es rein um den Wechsel mit dem Fahrzeug zusammen. Und das ist, wie gesagt, klar unsere Empfehlung. Also China-Brenner auf keinen Fall einbauen, weil die leuchten einfach nicht. Ne? Weil dann könnt ihr auch eure alten Brenner drin lassen. Das ist dann wirklich rausgeschmissenes Geld. Die Erfahrung habe ich selber gemacht, die hat der Johann hinter der Kamera schon selber gemacht, vor Jahren, damals, wo wir jünger waren. Und wo jeder Euro gezählt hat, hast du dir für 20 Euro irgendwie einen Brenner eingebaut. Das funktioniert nicht. Ne? Die leuchten zwar, die leuchten auch schön blau, aber dieses Blaue heißt dann auch nicht gleichzeitig, dass das dann halt auch hell leuchtet oder schön leuchtet, sondern es soll ja hell sein und ihr sollt natürlich auch was sehen und das ist mit den Bieren auf jeden Fall garantiert. So, wir fangen jetzt an. Ich mache die Haube auf. Bei eurer E-Klasse wisst ihr natürlich, dass man die Haube im 90-Grad-Winkel aufstellen kann, damit man besser am Motor rumfummeln kann. So, Haube auf. Schau mal, ich sag das jetzt so einfach, ob ich die überhaupt alleine aufgestellt kriege. Weil ich selber aktuell gar kein Mercedes fahre. Von daher müssen wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Ein bisschen anklicken hier und auf der anderen Seite. Ich mach mal ein bisschen runter, damit du drücken kannst. Ja, warte. So, jetzt hoch. Zack. So, das ist immer wirklich geil bei Mercedes. Du kannst halt ja fast im 90 Grad die Haube aufstellen und kannst dich von jeder Seite quasi mehr oder weniger reinbiegen, beugen, wie auch immer. Ja, kannst schön schrauben. So, wir fangen jetzt an. Ich zeige euch natürlich die Seite, die defekt ist. Auf der Seite habt ihr so ein bisschen das Problem, was im Weg ist, ist die ABS-Einheit. Ich würde es jetzt nicht wegbauen. Also ihr müsst auf jeden Fall fummeln können. Wenn ihr die selber tauschen wollt oder müsst, ist eine Fummelarbeit. Also ihr müsst schmale Hände haben, so wie ich. Der Johann hat das schon mit seinen dicken Wurstfingern immer Probleme, Viren hier zu wechseln oder fahrt halt in die Werkstatt. Also ich zeige euch heute trotzdem, wie es geht. Wenn ihr euch da jetzt nicht sicher seid, tut euch selbst einen Gefallen und bringt euer Auto in die Werkstatt. Also ich löse jetzt an der Stelle hier, weil es hier halt auch einfach geht und wir ein bisschen mehr Platz haben zum Fummeln, weil du hier sonst mit der Hand gar nicht reinkommst. Den Kühlwasserbehälter, motorentechnisch natürlich auch anders. Wir haben jetzt hier einen 500er, einen V8, der natürlich viel Platz frisst. Sechszylinder ist aber gefühlt auch nicht mehr Platz. Ich habe jetzt hier, dass man, also es ist bei dem Motor halt relativ einfach, hier diesen Luftansaugschlauch für den Luftfilterkasten auf der Seite hier aufzubauen. Den können wir an die Seite legen und hier ist eine Niete, die habe ich jetzt hier im Vorfeld schon gelöst. Da ist Kreuz, also ihr müsst einen Kreuzschraubenzieher haben.
haben, damit ihr die Niete rausdrehen könnt. Dann ist das quasi so eine Spreiznit, zeige ich euch einmal, damit ihr den Kühlwasserbehälter losmachen könnt. So, haben wir mal kurz Post gekriegt. Also wir sind beim Ausbau des Kühlmittelbehälters stehen geblieben. Ist auf der Seite ratsam, weil selbst ich mit meinem schmalen Finger nicht hinten an den Deckel für die Kappe von dem Scheinwerfer kommen, wo sich der Xenon-Brenner hinten befindet. So, Niete ist raus, Ausgleichsbehälter nach oben ziehen und hier lässt es sich jetzt nicht anders lösen, ein bisschen an die Seite hängen, ihr knickt dafür ein bisschen den Schlauch, ihr seht schon, das ist natürlich jetzt nicht so schön, können die Spezialisten von euch natürlich wieder in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht was für negative Sachen, wenn wir den Schlauch jetzt abmachen würden, wird natürlich Wasser rauslaufen, also so oder so ist es auf jeden Fall negativ und ich glaube jetzt nicht hier irgendwie Wasser aus, den Behälter ausbauen, Wasser anlaufen etc., das macht man halt nicht. So, an der Stelle jetzt schon mal zu entschuldigen, das ist heute schwierig zu filmen, weil das wirklich unten in der Ecke ist. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich zu erklären. Der Johann wird mit der Kamera dabei bleiben. Was wir auf die Kamera draufkriegen, weiß ich nicht. Ne? Von daher bitte ich das im Vorfeld schon mal zu entschuldigen. Lampe brauchen wir, sonst können wir nämlich gar nichts sehen. Sonst seht ihr gar nichts auf der Kamera. Und dann würde ich sagen, der Johann sucht sich jetzt mal eine Position zum Filmen, wo auch immer. Und ich mache mal eine Lampe an und dann schauen wir mal, was ihr so sehen könnt oder halt auch nicht sehen könnt. Passt das lichttechnisch? Wo sind wir denn mit der Hand? Hier unten. Gut, ja. Können wir anfangen. Also wir haben hier hinten in der Ecke, ich versuche mal von hier durchzuwurschteln, da ist der Deckel. Am Deckel, den nimmt man jetzt quasi hier an diesem Teil, kann man drehen und man dreht die ganze Geschichte ein bisschen nach links und dann hat man den Deckel schon ab. Also das ist wirklich der einfache Teil hier. Hier steht auch drauf Top, das muss zum Schluss natürlich wieder oben stehen und ihr habt hier sogar drauf stehen, oben nach links, close nach rechts. Also das sollte für jeden verständlich sein. So, jetzt seht ihr hinten mit dem Blitz drauf, das ist das Steuergerät für den Xenon-Brenner. So, da ist ein Kabel oben in der Ecke rechts von euch aus gesehen dran, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das zeige ich euch aber gleich, das müsst ihr im Vorfeld abfummeln. Also ihr braucht wirklich hier kleine Finger und ich mit meinen kleinen Fingern habe hier wirklich schon Probleme. So, das Kabel habe ich schon abgefummelt, das ist relativ einfach drin und jetzt kann man das Steuergerät nehmen und genauso wie diesen Deckel gerade einfach nach links abdrehen. Also ihr dreht ein Stück nach links, ihr merkt das schon bis Anschlag und dann könnt ihr das ganze Steuergerät rausziehen, das zeige ich euch jetzt. Hier steht genauso drauf, das muss nachher oben wieder, wenn der Brenner fest ist, nee, wenn das Steuergerät fest ist, in der Mitte sitzen und ihr habt hier halt oben, so wie ich es gerade rausgemacht habe, in die Richtung drehen und close quasi so wie ihr es ausgebaut habt, in der Richtung wieder draufstecken und in die andere Richtung stehen, bis der Pfeil oben 12 Uhr steht, dann ist das Steuergerät wieder fest. Und zu dem Kabel, was ich gerade gesagt habe, das Kabel, kann man das sehen, ich nehme mal die Lampe, kommt hier oben, hier genau da muss der Stecker rein. Der Stecker liegt jetzt unten drin, also das ist eigentlich die ganze fummeligste Geschichte daran, dass den Stecker im Nachhinein wieder auf das Steuergerät rauszufummeln. So, jetzt können wir den Brenner unten sehen. Seht ihr den Brenner? Ich mache mal ein bisschen Licht hier. Schauen wir mal, wie das hier am besten ist. Kannst du den Brenner sehen? Ja. So, mit diesem Punkt drauf, was ihr jetzt unten sehen könnt, ist der Brenner. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt, dass da jetzt noch eine Klammer drauf ist. Also Klammer ist befestigt. Unten würde ich sagen auf 7, 8 Uhr und auf, ja, ich mache es einfach ab. Es ist eine Klammer. Ich versuche es mal. Die ist unten auf jeden Fall links und rechts neben dem Brenner fest. Die drückt man einfach beidseitig. So, ich habe die jetzt mal gelöst. Könnt ihr das sehen? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir jetzt hier diesen Bügel. Den drehen wir jetzt etwas oder biegen wir jetzt etwas nach oben. Und dann fällt euch schon quasi der Brenner raus. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht in den Scheinwerfer reinfällt. In der Hand habe ich, et voilà, den kaputten Brenner. Der sieht so jetzt gar nicht so schlecht aus, aber der wird wohl kaputt sein. Was natürlich auch noch als Fehlerursache sein kann, kann auch sein, hat man auch schon mal bei diesen Fahrzeugen, dass diese Steuergeräte oder dieses Zünd, das heißt Xenon-Zündsteuergerät, habe heute wieder ein bisschen Sprachprobleme, kann natürlich auch sein, dass das ja kaputt ist. Ne? Also entweder das, Brenner selber oder Zündsteuergerät. Zündsteuergerät, was das jetzt kostet im Einzelnen, weiß ich nicht. Ja, jetzt könnt ihr hier auch schon sehen, hier arbeitet man natürlich auch mit Führungen an dem Brenner selber, die nachher natürlich wieder in dem Scheinwerfer nachher richtig sitzen müssen. Also ich habe jetzt nochmal geschaut, um das für euch nochmal zu veranschaulichen. Also so sitzt die Birne quasi in der Führung unten drin und oben muss diese 12 Uhr Markierung auf jeden Fall sitzen. Also nicht so, so, so oder so oder so irgendwie, sondern wirklich 12 Uhr oben, so ist die Führung von dem Brenner
in dem Scheinwerfer, weil ihr könnt es halt einfach nicht sehen. Ne? Also das ist halt schwierig, wirklich überhaupt was zu sehen, beziehungsweise du siehst überhaupt gar nichts. Du musst das halt fühlen und ihr seht es heute filmisch für uns auch eigentlich schlecht festzuhalten. So, ich packe jetzt den neuen Brenner aus. Wichtig ist, was ich immer sage, steht das hier auch drauf? Ne, steht jetzt hier nicht drauf. Man darf den neuen Brenner nicht am Glaskolben anfassen. Ich weiß, das ist schwierig, sollte man aufpassen. Man sollte sich auch ein bisschen Zeit dafür lassen. Und wie gesagt, jetzt nicht mit den Fingern hier drauf rumtatschen. Das verkürzt die Lebenszeit des neuen Brenners. An der Stelle noch mal ganz kurz, Link zu diesen Brennern unten in der Videobeschreibung als Einzelner oder halt als auch Set. Und zu dem Set habe ich gerade schon was gesagt, wieso man beide wechseln sollte. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich führe jetzt den neuen Brenner in den Scheinwerfer ein. Ist selbst für mich schwierig, also nicht unbedingt einfach hier, weil du musst es halt einfach fühlen. Und das ist so die ganze Kunst an der ganzen Geschichte hier. Das ist echt schwierig. So, ich guck mal eben. Jetzt haben wir die Klammern. Ich werde mal versuchen, Pfeile beim Videoschnitt draufzulegen, wenn ihr die sehen könnt. Die muss man jetzt halt einfach wieder einhaken. Das ist hier unten einmal. Also quasi umgekehrt wieder zusammenbauen. Und auf dieser Seite muss ich hier fühlen. So, kontrollieren. Sehen kann man das. Beide sind fest. Ja, der Brenner ist drin. Ihr seht, mit ein bisschen Geduld und Feinarbeit funktioniert das. Jetzt nehme ich dieses Zündsteuergerät, pack das wieder drauf. Also ungefähr in dieser Position fühlen. Ihr merkt das. Ne? Also wenn das nicht passt, merkt man das auf jeden Fall. Und ich drehe das dann wieder so in die Richtung drauf, dass es quasi einrastet. So, und zum Schluss, ne, hier dieses kleine Kabel. Ich kann euch das nochmal hier zeigen. Da hängt jetzt hier lose drin. Da ist es. Moment, ich zeige euch das mal. So, das ist das Kabel fürs Zündsteuergerät. Das kommt quasi, kann ich euch zeigen. Das Kabel kriegen wir hier raus. Das muss hier ja, aufgesteckt werden, reinzukriegen. Und das geht auch nur rein, kannst du jetzt vorher gar nicht aufstecken, weil wir hier eine Nase drin haben. Erst wenn das Zündsteuergerät richtig drauf sitzt, eingerastet ist, geht diese Nase quasi weg, dass er den Stecker drauf kriegt. Also ich kriege den Stecker jetzt gar nicht drauf. Also das ist die Position ungefähr, so wie es sitzen soll, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, das nach rechts auf die 12 Uhr Markierung zu drehen. Und das rastet auch ein. Also ihr könnt es auch nicht weiter drehen. Also bei mir ist das jetzt so schon fertig. Das rastet ein, fertig. So, nächster Schritt ist, wie ich ja gesagt hatte, dieses Kabel jetzt hinten in der Ecke drauf zu fummeln. Also das ist das Schlimmste an der ganzen Sache quasi. Das ist selbst für mich hier fummelig. So, ist drauf. Ich weiß nicht, inwiefern der Johann vielleicht nochmal Zoom da drauf kriegt, dass man das sieht, dass der Stecker da drauf ist. Ja, ihr seht es oben in der Ecke ist, ja genau so, super. Ja, da ist der Stecker drauf. Ich lege euch da auch nochmal irgendwie einen Pfeil drauf. Also so muss es dann zum Schluss aussehen. Bevor ihr natürlich jetzt den Deckel drauf macht, den Kühlwasserbehälter wieder einbaut, einmal natürlich prüfen. Ich mache das Licht jetzt einmal an, damit ihr auch sehen könnt, dass das funktioniert. Wäre natürlich doof, wenn es jetzt nicht funktioniert. Wie gesagt, zur Lichtausbeute seht ihr hier schon, dass der eine ganz andere Lichtfarbe hat. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Der leuchtet wesentlich weißer. Das zeige ich mir mal selbst auf der Kamera. Ja, ihr werdet das nicht sehen. Also der leuchtet jetzt wesentlich weißer als wie der Scheinwerfer. Hier solltet ihr natürlich nicht hingucken. Die sind normalerweise in gelb standig. Ist natürlich verboten. Hier sind LEDs drin. Solltet ihr natürlich auf keinen Fall nachmachen, weil sonst natürlich die Betriebserlaubnis von eurem Fahrzeug erlischt, wie man das so schön sagt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also wir machen den Deckel jetzt wieder drauf. Deckel hatte ich euch gerade schon gezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Top. Das muss nachher auch oben in der Mitte stehen und hier steht halt Close und Open drauf und das erklärt sich eigentlich auch von selbst. Also das ist wirklich hier der einfache Teil. Der Johann kommt nochmal mit ran an der Kamera. Auch ein bisschen fummelig, auch für mich etwas fummelig hier. Moment, ich weiß nicht, was du siehst. Ein Stück nach rechts drehen und dann ist der Deckel schon fest. Also das ist wichtig, dass der Deckel auch vernünftig drauf ist. Also sonst habt ihr am Nachgang natürlich Probleme, da zieht Feuchtigkeit rein und dann ist euer Scheinwerfer nachher von vorne beschlagen. Ja, das sieht halt nicht schön aus, ne? Will man halt nicht haben. Ich habe einmal wirklich Feuchtigkeit in meinem Scheinwerfer gehabt, bei meinem aktuellen Fahrzeug, weil ich oben auch einen Deckel nicht richtig festgemacht habe. Also du hast wirklich Probleme, die Feuchtigkeit wieder aus so einem Scheinwerfer rauszukriegen. Wunderbar. Ist ja noch ein Brenner gewechselt, hätte ich jetzt nicht euch das erklärt oder so viel gequatscht, wie ich in meine Videos quatsche, hätte das natürlich ja 5 Minuten gedauert. Ne? Hier, ganz klar, schauen wir noch mal kurz, kommst du mit der Hand auf jeden Fall rein, aber es ist natürlich auch wenig Platz. Ne? Und das jetzt hier euch zu zeigen, haben wir natürlich platztechnisch noch weniger die Möglichkeit, die Kamera drauf zu halten. Von daher haben wir jetzt den Weg gewählt, euch das links zu zeigen. Wir hätten auch den Scheinwerfer ausbauen können.
ist immer ein bisschen schwierig. Wir hatten das mal bei einem Corsa gemacht, einen Scheinwerfer dafür extra ausgebaut. Und dann waren dann, es gibt ja immer so Spezialisten bei YouTube, die dann so tolle Kommentare drunter schreiben. Ist ja nicht, oder entspricht ja nicht der Realität, weil der normale Endverbraucher natürlich nicht die Scheinwerfer ausbaut. Ja, ihr baut natürlich nicht die Scheinwerfer aus, aber wenn wir sowas machen, ist das natürlich, um den Scheinwerfer auch von hinten richtig zu filmen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Ist jetzt in dem Fall hier heute wahrscheinlich nicht so gut geglückt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und zu diesem Fahrzeug wird es noch das ein oder andere Video geben. Das haben wir jetzt die letzten Tage schon gedreht. Wir haben die Scheinwerfer nämlich aufbereitet mit Klarlack und ja, da muss ich das Video mal noch zu schneiden. Das dauert noch ein paar Tage, haben im Moment relativ viel Arbeit. Ja, wie gesagt, schaut mal auf unserem Kanal, Daumen nach oben da lassen, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.